Hallo zu On The Grid, Claudio Schiesel, neben mir Hermann Wallner. Das ist ein Mann, der geht gerade von Wien nach Triest und wie man eben sieht, wir sind gerade am Grazer Marie-Hilfer-Platz und man sieht auch den Uhrturm ganz schön. Das war der Grund, warum wir herkommen sind, weil du bist jetzt gerade vom Lendplatz darüber gegangen, das ist ein sehr weiter Weg, aber du gehst jetzt... Das ist ein sehr kurzer Weg, aber ich bin schon insgesamt seit mehr als einer Woche unterwegs. Da startete ich in Wien am Marzalsdorfer Platz und bin jetzt in 7 Tagen, waren es genau, über Neunkirchen, Semmering, mit Zuschlagbruck und Amur, Semmeriach nach Graz gekommen. Und von da geht's weiter und am 17. Juni müsste ich so meine Füße mitspielen in Triest ankommen. So deine Füße mitspielen, das heißt, du machst quasi jetzt 3 Wochen einen Spaziergang, wenn man so möchte, oder einen langen Marsch, ja. Entlang der sogenannten alten Reichspoststraße, ja. Mit den Hauptpunkten Wien, ich glaube Wiener Neustadt, Glocknitz, Semmering und Mürzuschlag, Bruck, ja. Graz, ja. Spielfeld. Ja. Marburg, Laibach und dann Triest. Lipizza, Triest, ja. Lipizza, Triest. Wie viel gehst du da am Tag und warum gehst du eigentlich solche Strecken? Ich gehe circa um die 30 Kilometer, ist so die Durchschnittsetappe. Warum ich das mache, ich habe von einem Arzt... Ich habe von meinem Arzt Bewegung vorgeschrieben bekommen. Er wollte, dass ich Bewegung mache und Ernährung umstellen. Ich habe vorher gesundheitliche Probleme gehabt, ich habe einen Schlaganfall gehabt 2004 und es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Bewegung und Ernährung umstellen. Jetzt habe ich zu den Arzt gesagt, okay, mach mal einen Kompromiss, ich mache Bewegung, ich mache von mir aus viel Bewegung, sehr viel Bewegung, aber Ernährung umstellen ist bei mir nicht drin. Ich esse und trinke weiterhin, was mir passt. Wenn ich von Tofu-Würsteln und Brennnesseltee leben muss, dann interessiert mich ein langes Leben nicht, habe ich dem gesagt. Und ich mache aber Bewegung, sehr viel Bewegung. Und seither, das war 2012, seither bin ich 26.000 Kilometer gegangen. Ich habe immer den Schrittezähler an meinem Handgelenk und der führt Buch über, zeichnet meine Schlafgewohnheiten auf und ganz genau zu jeder Tageszeit, wie viele Schritte. Ich gehe alles zu Fuß, was man nur zu Fuß geht. Ich gehe sicher mehr zu Fuß, als ich insgesamt mit meinen 4 Autos im Jahr mit dem Auto vor. Das nenne ich mal grüne Politik. Auf eine gewisse Art. Also umweltbewusst und nachhaltig. Das heißt, das Essen darf schmecken und du isst auch gerne, aber du machst dann halt deine 20 Kilometer Tagesleistung. Ja. Ich gehe zu Fuß 17 Kilometer in ein bekanntes Bierrestaurant im Wiener Prater, ist dort ein Stölzen. Schweizer Haus, ja. Ist dort ein Stölzen, sauf 5 Kriegel Bier dazu und gehe wieder zu Fuß heim. Und ich habe dem Arzt gesagt, wenn sie mir einreden wollen, wie ungesund das ist, dann müssen sie einen anderen Patienten suchen. Okay, das ist meine Antwort. Ja, und warum eigentlich jetzt Triest? Hat das einen gewissen Grund? Das hat keinen ganz, ja, es hat einen gewissen Grund. Ich will die ganzen Reichspoststraßen der Monarchie, das waren von Wien aus, von der Wiener Stadtgrenze, der damaligen Stadtgrenze, vom Linienwall, der heute der Gürtel ist, sind gegangen die Prager Straße, die Brünner Straße, die Pressburger Straße, die Linzer Straße und die Triester Straße. Das waren die einzigen Straßen, die im 17. Jahrhundert bereits vom Staat errichtet und erhalten wurden und die will ich alle gehen. Die Pressburger Straße ist die kürzeste, die habe ich schon vor 3 Wochen erledigt. Jetzt ist die Triester Straße dran. Nächstes Jahr gehe ich nach Prag am Wenzelsplatz. Im Vorjahr bin ich quer durch Österreich gegangen, von der nordöstlichsten Ecke von Bernhardstal nach Feldkirch an die Liechtensteiner Grenze in 28 Tagen. Das waren knapp 1000 Kilometer, hast du gesagt? Das waren 1050 Kilometer, genau. 1.380.000 Schritte. Nett, sehr nett. Siehst du, ich sollte mir daran wieder ein Beispiel nehmen. Gut, dann aber gehen es ist nicht unbedingt. Ja, das sieht man jetzt, glaube ich, auch nicht so gut. Aber so ein Beistrich bin ich nicht geworden deswegen, aber gesund bin ich. Ich habe früher 13 Pulver pro Tag genommen, nach meinem Schlaganfall und Zucker und Blutfette und Blut, weiß was alles. Jetzt brauche ich noch 3. Ja, und die Bilder, die ihr jetzt dann auch eingespielt gesehen habt, die nehmen wir jetzt auf und wir begleiten jetzt den Hermann ein Stück bis
ja, ich werde vielleicht heute noch schwimmen gehen zu meinem See am Sammelsteich. Das sind so von hier knapp 10 Kilometer. Mhm. Jetzt gehen wir mal die Runde mit runter Richtung Lebring. Und ja. Ich gehe vielleicht auch noch schwimmen, und zwar im Regen. Denn es hat die ganze Woche jetzt nur geregnet, gestern gehagelt. Gestern war es entsetzlich. Ein starkes Gewitter hat mich die letzte halbe Stunde noch erwischt. Ja. Und wenn das so weitergeht mit dem Wetter, werde ich auch heute noch schwimmen, auch ohne Schwimmbad. Das ist leider die Gewissheit, die wir alle haben. Am Vormittag muss man jetzt seine Sachen machen und am Nachmittag sitzt man im Regen. So, in diesem Sinne, ich habe da jetzt noch was für dich, sozusagen als Mitbringsel. Das ist so die, wir halten das mal so in die Kamera, das ist die Fahne von Triest. Und als kleinen Talisman habe ich von der Trieste Libera was mitgenommen. Hey, das ist bitteschön einmal Triest mit dem Logo und der UN-Flagge dabei. Das werde ich mal gleich anstecken. Ups. Okay. Das war's von uns. Bis demnächst und gute Reise nach Triest. Danke.